willkommen zur Vollversion von John. Ich bin ein Auto. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ist aus Akt 3. Und was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist eine Vollversion von Capital Bra von Julian Bam. Und, also und, ein ganz großes und ein unglaubliches großes Muss ist Sido Green. 100 Millionen %. Das brauche ich. Oder ja, Sido Green, Sido Blutmond, Green Blutmond, was weiß ich. Ihr wisst, was ich meine. Den Song brauchen wir auf jeden Fall. Ganz am Ende, wo Green die Bohne genommen hat, die Sido-Bohne anstatt Julian. Das brauchen wir, Digga. Das hat sich so gut angehört. Ohne Scheiß. Was sich auch gut angehört hat, ist der Song zum Beispiel. 2 Minuten 38. Liken, Support, ist come out. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ein Auto. Abfahrt. Mein Lehrer meinte, aus mir wird nie was. Doch jetzt guck ich. Digga, hat dich einfach for real da so Räder dran geklebt, Junge. Bin ein Auto. Mama sagte, werd doch Arzt, aber ich wurde. In so einer YouTube-Karriere machst du ja schon viel, ne? Und gerade in John seiner Rolle machst du auch mal Sachen, die du vielleicht nicht so machen möchtest oder nicht so drauf Bock hast oder halt auch wirklich lächerlich erscheinen so. Spätestens bei der Sache, ne? Und ich denke mal, Julian hat ihm auch oft gesagt, hey Bro, kannst du das machen, kannst du das machen? John hat gesagt, ja, cool, okay. Aber spätestens bei der Sache, Digga, hätte ich gesagt, nee, Bro, ich stelle mich jetzt nicht auf alle Viere, kleb mir 4 Räder dran und bin ein Auto, so, weiß nicht. Ein Auto, ob bei Tag oder bei Nacht, alle gucken sie mir nach, aus dem Land und in der Stadt, wissen sie, ich hab's geschafft. Anzug Lamborghini, das allerneueste Modell, Blitzer werden. Ach so, ich habe mir danach auch nochmal Gundam Style angehört. Ich glaube, das ist gar nicht an Gundam Style angelehnt, oder? Ich habe mir danach auf jeden Fall mal das originale Gundam Style vom Psy nochmal reingezogen. Und das Video auch dazu, Digga, das ist ja, der Tanz ist ja gottlos cringe heutzutage, oder? Nee, ist Gentleman, okay. Aber trotzdem, Digga, dieser Gundam Style Tanz, ne? Der ist ja todes cringe heutzutage, oder? Paparazzis, weil ich fahre sehr schnell. Lock die Golddigger an mit meinem tiefen Fahrgestell. Video ist interessant, habe ich schon gesagt, oder? Iron Man tötet Batman. Hab ich entschlüsselt. War gar nicht so leicht, hab ich aber geschafft. Auspuff von Mercedes. Ja, jeder guckt und redet. Auch diese Betonung. Es ist auch so im Original. Ich glaube nicht in Gundam-Style so, aber in diesem Gentleman-Ding müsste auch diese Betonung so drin sein. Held. Auspuff von Mercedes. Ja, jeder guckt und redet. Look, Mama, made it. Look, Mama, made it. Steig ein durch meine Flügeltüren. Wenn ich Gas gebe, kannst du mein Gummi spüren. Wenn du jetzt die Zeile dir nochmal so durch den Kopf gehen lässt, kann die auch irgendwie falsch interpretiert werden, oder? Wenn ich Gas gebe, kannst du mein Gummi spüren. Mein Lehrer meinte, aus mir wird nie was. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir einfach mal so stehen. Und wer hätte Mark Eggers nicht auch gerne als Lehrer-Chat? Real Talk. Hätte ich gerne. Gut aussehender Mann, ohne Scheiß. Doch jetzt guck, ich bin ein Auto. Mama sagte, werd doch Arzt. Aber ich wurde ein Auto. Ob bei Tag oder bei Nacht. Alle gucken sie mir nach. Und in der Stadt wissen sie, ich hab's geschafft. Aber die Frage ist halt, wie wird man denn so ein Auto, ne? Die Mama wollte, dass man Arzt oder Rechtsanwalt oder so wird, ne? Wie Geld verdient, er wurde einfach ein Auto. Aber wie ist denn der Werdegang zu einem Auto? Das frage ich mich. Wie wirst du denn zu einem Auto? Wisst ihr, was ich meine? Es ist 2022. Du kannst alles sein, was du willst. Genau, du musst es eigentlich nur glauben. Du musst den TikTok-Account machen und daran glauben. Ich bin dein Auto. Auch diese Tanzmoves, Bruder. Ich bin dein Auto. T-Shirt von Ferrari, weil ich liebe. Oh, okay. So weit hatten wir das noch nicht, ne? Wir hatten bei Akt 3 wirklich nur den John-Part. Wir hatten den Julian-Part gar. Oh, nice. Wir haben jetzt hier noch einen Julian-Part. Sehr cool. Ich würde es auch Real Talk feiern, ne? Das ist neu. Ich würde es auch Real Talk feiern, wenn man es irgendwie arrangieren könnte oder irgendwie hinbekommen könnte, dass der echte Sido zusammen mit Green, mit der Bohne Sido, Blutmond performt. Wie soll ich meinen? Oder halt noch einen kleinen Sido-Part anreiht, hinten dran an Green seine Parts. Das würde ich so feiern. Das käme so krass, Digga, aber so, boah, das wäre richtig krass, ohne Scheiß. T-Shirt von Ferrari, weil ich liebe den Speed. Schnelle Kurven sind mein tägliches Adrenalin. Und was tankst du? Ich tank Sex on the Beach. Du bekommst einen Burnout, aber ohne Benzin. Sie kennen
kenne ich auch. Woher kenne ich sie? Oder, genau, oder die Kapi-Parodie von Julian in der Kirche, nur halt mit dem echten Capital Bra, wäre auch krass. Real Talk, wäre auch krass. Sie kenne ich auch irgendwoher. Ich glaube, sie sehe ich sehr, sehr oft auf TikTok. Was Formel 1? Ich bin Formel 1 im Neo. Sie reißt an meinem Knüppel, als wäre sie im Casino. Was für Dickpics? Ich schicke ihr Carporns. Sie will mich leasen, aber ich fahr fort. Mein Lehrer meinte, aus mir wird nie was. Doch ich habe mir auch das Making-of von den Beats von Vincent Lee reingezogen. Auch super interessant, ohne Scheiß. Super, teilweise super simple Produktion, wo sehr, sehr viel Platz für die Künstler gelassen wurde. In dem Fall Julian, John oder auch eben Green. Aber teilweise auch sehr, sehr komplexe Produktionen, die super, super ausgetüftelt sind, die super gut miteinander harmonieren. Sehr, sehr geil gemacht, ohne Scheiß. Auch hier der Aufbau. Jetzt guck, ich bin ein Auto. Mama sagte, werd doch Arzt, aber ich wurde ein Auto. Ob bei Tag oder bei Nacht, alle gucken sie mir nach. Auf dem Land und in der Stadt, wissen sie, ich hab's geschafft. Ich bin dein Auto. Ich sag's aber auch hier nochmal, ne? Wenn du ein bisschen was Intus hast, ich sag euch, wie es ist, ne? Wenn du ein bisschen was Intus hast und das Ding so irgendwo im Club laufen würde, du würdest es nicht von anderen Songs irgendwie großartig unterscheiden können, oder? Gut, wenn du irgendwo mal ein bisschen was getankt hast, kannst du sowieso nichts mehr unterscheiden, ist dir alles egal so. Du feierst alles, aber das schwimmt dann einfach so mit den anderen Releases gut mit, oder? Hab's geschafft, ich bin dein Auto. Ich bin dein Auto. Digga. Ey, for real, das könnten auch Brüder sein, ohne Scheiß. So, jetzt gut, mit dem Look, wo sie beide gleich aussehen, ist es einfach zu sagen. Aber die könnten Real Talk auch Brüder sein, ohne Scheiß. Ich bin dein Auto. Brutalste Tanzmoves, ohne Scheiß. Das ist jahrelange Erfahrung, ohne Scheiß. Jahrelanges hartes Training. Ich bin dein Auto. Krass. Die hatten sogar noch Spaß beim Dreh. Tatsache, die hatten tatsächlich noch Spaß beim Dreh. Wow, ohne Scheiß, war eine coole Parodie. Der zweite, also der Julian-Part war krass. Jetzt brauchen wir nur noch Blutmond von Green in Vollversion mit Sido zusammen. Optional, wäre geisteskrank. Ich könnte mir auch wirklich gut vorstellen, dass die Vollversion generell in den Spotify-Charts mitschwimmt. Aber wenn Sido noch mit drauf ist, dass es wirklich oben mit dabei ist. Ohne Scheiß, hoffe ich für die. Ohne Witz, war eine sehr geile Nummer.